So sieht der Bergkristall aus. Und nun wird Zeit, die Sieger aus Südtirol zu präsentieren. Selbstverständlich haben wir sie hier in Achims Hitparade. Rudi Giovannini, Belsi und der Chor Monti Pallidi mit dem Siegertitel Salve Regina. Salve Regina. Salve Regina. Die Abendglocken von Sankt Magdalena, sie rufen leise zum Stillen. Salve Regina mit 4 Punkten Vorsprung von dem Zweitplatzierten, dem Duo Vincent und Fernando, die übrigens im Oktober zur Musikantenwerkstatt antreten, haben Belsi, Rudi und der Chor Monti Pallidi gemeinsam den begehrten Bergkristall in ihre Heimat nach Südtirol geholt. Herzlichen Glückwunsch für diese Meisterleitung eures Musikteams. Halt! Ja, so, alles klar. Dankeschön. Wunderbar. Oft wird vergessen, dass der Grand Prix der Volksmusiker in erster Linie ein Autorenwettbewerb ist. Das ist beim turbulenten Finale diesmal etwas untergegangen. Wer hat euch denn diesen wunderbaren Hit geschrieben? Marco Diana und Fabio Omero. Marco Diana, na, den kennen wir gut. Der war oft zu Gast in Achims Hitparade und hat mit den legendären Risa Fernern so manchen Musikanten Königstitel und sogar einen Musikanten Kaisertitel nach Südtirol mitgenommen. Lieder von ihm haben auch den Südtiroler Spitzbuben, Bergfeuer oder Andrea Manuela Musikanten Königstitel eingebracht. Glückwunsch, Marco, und mach weiter so. Belsi, auch dir haben die Lieder von Marco ja Glück gebracht. Genau, er hat für mich Heimat entsteht und Madre de Dio komponiert. So eine Strecke mit 3-2-1... hat vor dir noch keiner geschafft. Prima, Belsi. Danke. Auch für dich, Rudi, war das der 3. Anlauf für den Bergkristall. Ja, genau. Du hast dir schon mit einem Bergsteigerlied, dem Klassiker Montenara, La Montenara, hast du dir schon einen Platz im Musikantenkaiser
gesichert. Und das mit 72% aller Stimmen. Das hat noch nie jemand geschafft. Super. So ein Ergebnis. Dankeschön. Das gab es noch nie. Dankeschön. Ah, ist ein Wahnsinn. Und nun, lieber Rudi, stellst du uns euren Chor vor. Ja, das ist der Coro Montipallidi. Der kommt aus meiner Heimatstadt, aus Leifers. Das ist 10 Kilometer südlich von Bozen. Und das ist nur ein Teil heute davon, weil die haben einen wichtigen Auftritt zu Hause gehabt. Eine reife Teamleistung und ein verdienter erster Platz beim Grand Prix der Volksmusik. Ich